liebe Fußballfans, Schwabensager ist heute zu Gast beim SV Stadtwerke Augsburg und wir werden uns heute mit dem langjährigen Abteilungsleiter, dem Peter Billy, über die aktuelle sportliche Situation der Stadtwerker hier in der Kreisliga Augsburg unterhalten. Hallo Peter. Hallo. Ja, Peter, der Motor der ersten Mannschaft, der hat am Saisonanfang ein bisschen gestottert. Ja. Jetzt seid ihr ja in den letzten Spielen habt ihr ja gut gepunktet, habt euch, sagen wir, langsam nach vorne geschoben. Ist das eigentlich so, ja, das, was du dir vorstellst in den letzten Wochen? Gut, das, was in den letzten Wochen passiert ist mit den Siegen und die Erfolgsserie oder die kleine Serie, wo wir jetzt gestartet haben, so haben wir es uns vorgestellt. Am Anfang hat der Motor gestottert, wie du richtig gesagt hast, aber das ist normal. Wir haben sehr viele neue Spieler, da ist nicht alles rund gelaufen, bis sich die Spieler alle kennengelernt haben. Da war ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich glaube, dass der Sand jetzt einigermaßen heraus ist und es läuft zurzeit sehr gut. Also wir sind sehr zufrieden momentan. Wenn man sich so ein bisschen nachhaken darf, bist du jetzt mit Bernd Reinhardt, schon ist ja länger dabei als Trainer beim SV Stadtwerke. Welches Saisonziel hast du denn eigentlich ausgegeben mit ihm zusammen? Also der Bernd und ich, wir haben uns zusammengesetzt und unser Ziel ist, und das habe ich auch sehr deutlich gesagt, mit dieser Mannschaft, wir wollen in die Bezirksliga aufsteigen. Also das ist unser Ziel und das wollen wir auch verfolgen und wir sind da guten Mutes, dass wir das dieses Jahr schaffen können. Das Saisonziel Bezirksliga ist jetzt ausgegeben. Ist ja natürlich ein gewisser Druck auf der Mannschaft da. Denkst du, dass die Mannschaft über die ganze Saison die nötige, ja, sagen wir mal, Qualität hat, um mit diesem Druck umzugehen? Also wir haben die Mannschaft so zusammengestellt, auch vom Kader, von der Größe her, dass sie die Qualität und die Quantität hat. Dieses haltet und von der Erfahrung auch haltet die Mannschaft das aus. Und ich glaube auch, dass es am Anfang halt das Problem war, wir haben es nicht umsetzen können. Aber jetzt sind wir langsam so weit, dass wir das, was der Trainer vorgibt, auch auf dem Platz umsetzen können. Und das ist halt ganz wichtig. Ja, Peter, kommen wir auf den kommenden Samstag zu sprechen. Spielt es gegen Ustersbach. Ich schaue mal ein bisschen die Tabelle an. Ich lasse mir ein bisschen spicken hier. Seid auf Tabellenplatz 3 mit 23 Punkten. Ein Punkt Rückstand auf Hauenstetten und dann 4 Punkte auf den Tabellenersten TSV Göggingen. Wenn man vorne mitspielen will, dann heißt es nichts anderes, als 3 Punkte zu holen, oder? Klar, wir haben ein Heimspiel, wir wissen, Ostersbach ist ein unangenehmer Gegner, da haben wir voriges Jahr beide Spiele 1-0 verloren, also wir haben da noch ein bisschen was gut zu machen und ich glaube schon, dass wir heuer mit dieser Mannschaft, klar, es gibt nur eins, wir müssen gewinnen und wir werden auch gewinnen, davon bin ich überzeugt. Ja, Peter, wir werden beobachten, wie der SV Stadtwerke sich in den kommenden Wochen schlägt. Danken dir erstmal, dass du heute Zeit hattest, uns ein kurzes Statement zu geben über die sportliche Situation und wünschen euch alles Gute für den Rest der Saison. Ich bedanke mich auch.